Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video geht es um trübes Wasser. Sie sehen, der Whirlpool hat ein sehr trübes Wasser. Normalerweise sollte das Wasser glasklar sein, gut riechen, keinen Schaum haben. Aber in diesem Fall sehen Sie sofort, das Wasser ist komplett trüb. Und immer ein trübes Wasser ist immer ein Zeichen, da passt was nicht, da muss ich schnell handeln. Weil wenn ich hier jetzt nicht handle, dann kippt mir das Wasser. Dann wird es komplett trüb, also jetzt ist er noch ein bisschen durchsichtiger, dann wird es komplett trüb und dann kann man das Wasser wechseln. Und auch die Rohre dann reinigen. Und bevor es aber so weit kommt, kann man hier noch etwas tun, da kann man das Wasser noch retten. In den meisten Fällen ist es so, dass der pH-Wert und oder der Chlorwert, also der pH-Wert nicht stimmt und oder zu wenig Desinfektionsmittel im Whirlpool drinnen ist. Und genau das werden wir jetzt prüfen. Unabhängig davon, welches Messgerät Sie haben, manche von euch haben ja den ICO, manche haben den Blue Connect, manche haben den Pool Lab. Ich mache das immer mit dem Schütteltester. Wenn Sie bei uns den Whirlpool bestellen, dann kriegen Sie auch den Schütteltester immer dazu. Der ist einfach zu handhaben, funktioniert sehr gut und ich habe sofort anhand der Färbung, sehe ich sofort, was mit dem Wasser los ist. Wie das genau funktioniert, das zeige ich Ihnen jetzt. Also ich würde jetzt hier vermuten, dass der pH-Wert nicht hundertprozentig stimmt und dass überhaupt kein Chlor mehr im Wasser ist, weil das ist ein typisches Anzeichen. Und genau das schauen wir uns jetzt an. Also Schütteltester nehmen, einmal kurz ausspülen. Dann komplett eintauchen, sodass alle Kammern komplett voll gefüllt sind. Messtablette, ich habe jetzt hier die Fenolret. Fenolret ist auf der rechten Seite hier. Einfach direkt in die Kammer reinfallen lassen, bitte nicht mit dem Finger berühren. DPD Nummer 1 in die andere Kammer reinfallen lassen. Genau, Deckel drauf. Und jetzt kurz schütteln. Und dann werden wir gleich anhand der Färbung sehen, was mit dem Wasser nicht stimmt, warum das trüb ist. Und man sieht sofort, ohne dass ich die Farbe, also die Farbskala weiß ich schon auswendig, ich sehe hier, das Wasser ist gelb bis orange, das heißt, pH-Wert ist sehr niedrig. Und hier bleibt das Wasser grau, das heißt, da ist überhaupt kein Chlor drin. Dann wundert es mich nicht, dass das Wasser so aussieht. In dem Fall würde ich vielleicht ein bisschen pH+, ich muss jetzt natürlich schauen, naja, der pH-Wert wird sogar passen, der ist bei 7,0, also der passt. Umso niedriger der pH-Wert, umso besser wirkt das Chlor. Natürlich ein pH-Wert, der zu niedrig ist, ist auch wieder schlecht, aber der pH-Wert sollte irgendwo um die 7 sein. Das wäre dann ein perfekter Wert für das Chlor, für die Wirksamkeit des Chlors. Aber Sie sehen hier, vielleicht zeigen Sie es hier mal besser, also das färbt sich orange, wir sind jetzt irgendwo bei 7,0 und hier sehen wir keine Färbung, das heißt, hier ist überhaupt kein Chlor im Wasser. Und jetzt ist natürlich wichtig, es gibt auch immer wieder bei mir die Anrufe, ja, das Wasser ist trüb, ich gebe jedes Mal Chlor hinzu, aber das Wasser wird nicht besser. Da muss man jetzt natürlich aufpassen, wenn das Wasser schon so trüb ist, dann haben sich da schon Bakterien oder Keime irgendwo angesiedelt, die da munter vor sich hinwachsen. Und dann muss man schauen, dass wirklich der Chlorgehalt kontinuierlich auf einem höheren Level ist, damit auch diese Bakterien bekämpft werden können, damit die Trübheit wieder verschwindet. Das heißt, es bringt mir nichts, wenn ich heute 5 Gramm reingebe, diese 5 Gramm zehren sich innerhalb von, weiß nicht, 6 Stunden auf und komme morgen wieder zum Whirlpool, messe wieder und ich messe wieder kein Chlorgehalt, dann werde ich die Trübheit nie wegkriegen. Das heißt, ich muss wirklich schauen, jetzt eine große Menge Chlor reingeben und dann über mehrere Tage, sagen wir mal, bis die Trübheit verschwindet, wirklich einen höheren Chlorwert konstant halten, damit das Chlor auch wirklich die Bakterien, die Keime hier bekämpfen kann. Gut, dann gehe ich schnell die Pflegemittel holen. pH-Wert, das können wir lassen. Ich nehme jetzt einfach nur Chlorgranulat. Also Chlorgranulat, einen Messlöffel. Wir machen es immer so, in die Mitte des Whirlpools Pumpen einschalten, dann die Regler eigentlich auf Mittelstellung. Also die zwei großen Regler, der eine ist hier, der andere ist hier, die zwei großen Regler auf Mittelstellung, dass auch wirklich alle Rohrleitungen gespült werden. Bitte auch den Wasserfall und die Fontänen einschalten. Es kann natürlich sein, dass sich Bakterien in den Rohrleitungen des Wasserfalls ansiedeln und wenn aber der Wasserfall nie eingeschaltet wird, dann bleiben die einfach drin und vermehren sich dort munter. Das heißt, es sollten alle Rohrleitungen gespült werden. Deswegen Regler auf Mittelstellung und dann wirklich einfach alle Pumpen einschalten, das Chlor in die Mitte reingeben, runterrieseln lassen. Und ja, am besten dann am Abend nochmal messen, um zu schauen, ob wirklich der Chlorgehalt noch vorhanden ist. Wenn kein Chlorgehalt vorhanden ist, dann nochmal nachchloren. Wenn genug Chlor drinnen ist, dann einfach über die Nacht drinnen lassen. In der Früh nochmal messen, mal schauen, ob genug Chlor drinnen ist. Weil wie gesagt, wichtig ist einfach ein konstantes Chlorlevel und dann verschwindet auch diese Trübheit wieder. So, wie viel sollte man jetzt reingeben? Ja, das ist natürlich jetzt immer ein bisschen ein Erfahrungswert. Ich meine, ich habe hier den Pro 5 mit 1400 Liter Wasser. Ich würde jetzt, nachdem jetzt das Wasser schon so trüb ist, mal
2 ganze Löffel, das sind 40 Gramm Chlor, hineingeben und dann heute Nachmittag noch mal kurz messen und schauen, ob der Chlorgehalt auch wirklich noch vorhanden ist. Gut, machen wir das jetzt mal. Also einfach Pumpen einschalten. So, waren jetzt 40 Gramm. Lass das die Pumpen ein bisschen laufen, damit es sich auch verteilen kann, beziehungsweise Drehregler auf Mittelstellung bringen. Wasserfallfontänen einschalten. Aber wenn ich es da jetzt gerade sehe, Sie sehen hier, hier bilden sich so größere Schaumblasen. Das ist schon ein Anzeichen, dass mit der Wasserqualität etwas nicht stimmt. Normalerweise sollte es so sein, wenn ich die Pumpen ausschalte, sollte der Schaum in kürzester Zeit zusammenfallen. Sie sehen auch hier, ja, das ist noch in Ordnung. Also es gibt quasi größere Schaumblasen. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt hier sehen auf der Kamera. Hier bleibt Schaum stehen. Ganz kleiner Bereich, wo Schaum stehen bleibt. Das ist schon ein Anzeichen, okay, mit dem Wasser stimmt was nicht. Da ist irgendwas drin, was nicht reingehört. Und da kann man entweder Schaumex reingeben, das verhindert die Oberflächenspannung des Wassers, dann fällt der Schaum zusammen. Aber natürlich, wenn das immer mehr wird, dann sind einfach Substanzen drinnen, die da nicht reingehören und dann müsste man das Wasser wechseln. Gut, also man könnte jetzt auch ein bisschen warten und dann nochmal eine Messung durchführen. Da müsste man natürlich auch den Messwert messen können, also den Chlorwert im Wasser. Und es ist natürlich so, wenn ich so viel Chlor in Whirlpool hinzugebe, dann wird natürlich der Chlorwert immer sehr hoch sein. Können wir das gleich mal probieren. Bin auch gespannt, ob der jetzt schon was anzeigt. Kann natürlich sein, dass der jetzt noch nichts anzeigt, dass es ein bisschen dauert. Aber das sehen wir jetzt gleich. Ich lasse jetzt die Phenolret-Tablette aus, sondern ich mache jetzt nur die DPD Nummer 1 Tablette rein. Schütteln. Ja, und ich sehe schon, direkt hat sich das Wasser gefärbt. Das heißt, der Chlorgehalt ist vorhanden, schon im Wasser vorhanden. Der liegt jetzt irgendwo, immer ein bisschen geschüttelt, lässt immer ein bisschen schwierig zu sagen, irgendwo bei 2,0 oder 3,0. Also, rote Färbung ist schon mal gut. Jetzt würde ich es einfach mal kurz laufen lassen, Deckel drauf machen und heute Nachmittag nochmal messen und schauen, ob der Chlorgehalt vorhanden ist. Wenn der schon sehr niedrig ist, würde ich auf jeden Fall nochmal nachchloren, damit über Nacht wirklich auch das Chlor im Whirlpool vorhanden ist und dann sollte schon langsam die Trübung verschwinden. Gut, falls es Fragen gibt zum Thema Wasserpflege oder sonstige Fragen zum Whirlpool, bitte gerne die anderen Videos auf unserem YouTube-Kanal ansehen oder sonst einfach gerne bei uns anrufen oder eine E-Mail schreiben. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, tschüss!